Die Sonne geht auf und herzlich willkommen zur 5. Folge des Adventurecrafts Let's Plays. In der letzten Folge habe ich mich die ganze Zeit bei dem Jump'n'Run hier unten abgemüht, bei dem hier. Und in dieser Folge möchte ich dann jetzt auch wirklich endlich mal hier hoffentlich fertig werden. Und wir sind hier gerade in einem Labyrinth angekommen und ich laufe jetzt einfach mal irgendwie hier durch. Ohne Plan. Nee, hier war falsch. Und okay, da hätte ich auch rumlaufen können. Das war jetzt nicht so gut. Hier, 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 hier lang, hier lang. Nee, weiß nicht. Ich glaube, hier sieht besser aus. Falsch. Nee. Muss ich überhaupt hin? Da lang? Da lang? Ja, ah, da muss ich hin. Ja. Okay, Checkpoint. Und hier. Und ich dachte gerade, dass die Wolke da wäre Schnee gewesen oder so. Und ich würde jetzt sterben. Boom. Und habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft, ne? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, dann nehme ich den mal wieder mit. Und dann gucken wir mal, welche Prüfung ist die nächste. Ich habe es vergessen, ich muss nochmal nachgucken. Und da bin ich wieder. Ich habe auch letztes vergessen, ich hätte einfach schon die Schlüssel schon einlegen können und das mache ich jetzt auch. Ich lege jetzt die Schlüssel ein. Und zwar als erstes den hier. Okay. Und da hat gerade Windows irgendwas, Java Update, cool. Und hier. Die Fackel ist an. Die Fackel ist auch an. Okay, nächstes. Was kommt als nächstes? Was ist die nächste Prüfung? Blizzor. Okay, Blizzors Prüfung ist, soweit ich weiß, eine Wasserprüfung, wo man mit einem Trident durch die Gegend fliegen muss. Mit so einem Riptide Trident. Hier lang, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ja, sieht gut aus. Hier. Lösungsvideo. Notfallkey. Hier beginnt die Prüfung von Blizzor. Suche nach dem Schlüssel Shield of the Tree. Okay. Die Wasser Challenge. Willkommen in der Wasser-Challenge von Blizzor. Hier wirst du alles rund um Wasser erleben können und den Trident komplett neu kennenlernen. Du möchtest mehr über die einzelnen Türme erfahren? Dann schau gerne weiter. Turm 1. Im ersten Turm wird dir erstmal nahegebracht, wozu ein Trident dienen kann. Nutze den ersten Trident und springe von Plattform zu Plattform. Hierfür ist Wasser notwendig. Turm 2. Der zweite Turm hat es in sich. In diesem Turm gibt es sehr schwere Jump'n'Runs, die du bewältigen werden. Die bewältigt werden müssen. Vorsicht, der letzte Sprung kann entscheidend sein. Turm 3. Im dritten Turm heißt es Köpfchen anstrengen. Hier gibt es einige Rätsel, die dich zum Nachdenken bringen. Außerdem kommt hier der zweite Trident zum Einsatz. Im vierten Turm kannst du noch einmal ein schönes Wasserspiel betrachten, während du dich durch das Rätsel kämpfst, bevor du den letzten Turm erreichst. Im fünften und auch letzten Turm gibt es verschiedene Ebenen, die gemeistert werden müssen. Solltest du alle Rätsel dort meistern, wird das notwendige Item den Wasserweg nach unten gehen. Damit wäre das Rätsel gelöst. Tipps und Tricks? Okay,
Das nehme ich einfach mal mit und wenn da irgendwer, wenn ich irgendwas brauche, dann gucke ich nach. Okay, wir haben schon hier den Conduit Power Effekt. In dieser Challenge geht es darum, jegliche Türme zu erledigen. Es gibt insgesamt 5 Türme. Jeder Turm hat seine eigene Herausforderung. Viel Spaß und Erfolg bei dieser Challenge. Für mehr Tipps dürft ihr euch gerne das Buch nehmen. Ja. Hier ist einfach so eine Wand. Cool. Dieser Trident wird nur selten Brauch sein. Loyalty Unbreaking, Impelling, Chilling, Mending. Und so einer mit Riptide. Okay. Dann fange ich mal an. Okay, das ist schon mal nicht richtig. Ah, da. Ja. Wo muss ich hin? Dahin? Dahin. Okay. Hä, war es das schon? Okay, fertig. Erster Turm geschafft. Weiter geht's. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus mit dem Trident, so. Ich halte ihn so senkrecht sozusagen, so. Okay, Turm 2. Sind hier, steht hier noch irgendwas? Nee, da nicht. Da steht noch was. Im Turm Nummer 2 müsst ihr einige Jump and Runs erledigen. Okay. Kommt man da hoch? Ja, kommt man. Nochmal. Okay. Und jetzt? Ah, auf den Slime. Scheiße. Autsch. Immerhin habe ich Resistance, sonst würde ich hier wahrscheinlich die ganze Zeit sterben. Alter. Ich probiere es einfach mal aus, nicht zu sprinten, ob das vielleicht genau passt. So von der Länge her. Nee, das passt auf jeden Fall nicht. Das ist schwierig. Oh. Zu weit. Viel zu weit. Alter. Ja. Oh, geschafft. Okay. Scheiße. Oh. Jetzt muss ich den Slime Jump nochmal machen. Scheiße.
schwierig. Das war auf jeden Fall schlecht. Ja. Oh. First try. Alter! Nö, das bringt mir nichts, dass ich hier gelandet bin. Ich knall halt einfach gegen die Wand. So. Alter. Das ist immer so knapp. Ja, geschafft. Ja, geschafft. Okay. Ja. Und das hier ist, glaube ich, schwierig. Ah. Okay, wenn ich da jetzt ganz runtergefallen wäre, dann wäre ich gestorben. Immerhin das nicht. Scheiß. Der ist schwierig, der ist. Alter. Ja, so. Ah, das war knapp, das war knapp. Ich wäre fast in das Loch da rein. Da muss man in dieses kleine Loch rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Sachen hier jetzt schon grüner geworden sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es Nacht geworden ist. Ja, das hier und das da unten ist ja der gleiche Block. Und jetzt sehen die gerade so aus und wenn ich jetzt hier runterspringe, dann ist der erst so irgendwie so ein bisschen grüner, finde ich. Ich hatte es halt sogar geschafft, um die Leiter zu springen. Alter! Ja, viel zu weit, viel zu weit. Ja, endlich mal. Scheiße. Okay. Fast gestorben. Nee, jetzt muss ich hier das nochmal schaffen. Hoffentlich jetzt wieder first try. Dent. Nee. Jetzt, das ist doch total grün. Und jetzt gehe ich hier hoch. Hä?
Das war doch gerade viel grüner. Und zack. 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 Okay. Den habe ich geschafft. Den habe ich geschafft. Und. Das ist fies. Vor allem, weil ich auch irgendwie gar keine Übung in diesem Sprung habe. Jetzt. Weil ich halt erstmal ewig brauche, um überhaupt dahin zu kommen, wegen diesem Slime hier. Alter, ich dachte gerade, ich hätte es geschafft. Huch! Hä, was? Hä? Was war das denn? LOL. Einfach ausgetrickst. Ja, geschafft. Puh. Und da bin ich in dem Tunnel drin. Hallo. Weiter geht's. Hallo. In Turm Nummer 3 gibt es viele Denkspiele. Zu Beginn müsst ihr zweimal nach unten gehen. Wenn ihr alle Aufgaben erledigt, könnt ihr über den Wasserweg nach oben gehen. Hä? Also. Nee, da muss ich nicht runter. Ach, ich muss da durch runter, also. Ja, das war schon mal gut. Moin. Och nee. Habe ich getroffen? Ja. Und den hier. Habe ich getroffen? Ja, gut. Wo muss ich jetzt denn noch weiter nach unten? Wahrscheinlich hier. Oh. 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 Das ist fies. Ein Labyrinth. Danke. Alter, auch noch mit so Strömen. Nope. Hä, wo komme ich her? Von da. Von da? Ja, von da komme ich her. Hier. Um in diesem Loch zu entkommen, wird Steuerung plus W benötigt. Ach so. Ja. Das mache ich ja schon. Also Q, ich sprinte mit Q. Okay, cool. Alter, das ist so anstrengend, weil hier einfach, hier ist keine ganze Wasserquelle. Hier fließt, das gesamte Wasser fließt hier die ganze Zeit, überall irgendwo lang. Hier, oder? Sieht gut aus. Ja, irgendwie sieht das gut aus. Dann gehe ich halt da lang. Okay. Das war Glück. Das war Glück.
Okay. Ja, ich hab's. Ich hab's. Juhu. Und nach oben geht es. Ja, hätte ich nicht einfach hier hochschwimmen können? Am Anfang? Man kann gegen den Magmastrom anschwimmen. Vor allem, wenn man einen Riptide Trident hat. Ich glaube, ich hätte da einfach gegen anschwimmen können. ja, lol. Egal. Ich möchte ja auch alles machen. Oh. In Turm Nummer 4 könnt ihr die Aussicht genießen. Was hier los ist, das schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, ciao, Leute.